So, Proteinshake getrunken, Leute, und damit herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Erstmal hier schön sichere Schuhe zum Motorradfahren anziehen, denn es geht raus. Ich befinde mich immer noch in Chenggu. Das Wetter ist schon wieder traumpur. Wir haben Nachmittag, ich war auch schon im Gym und ich habe mir gedacht, bevor wir später die Bikes wieder abgeben, drehe ich noch ein kleines lustiges Video mit euch. Dieses Format habe ich mal bei dem YouTuber Moji gesehen, der kommt lustigerweise auch aus München und macht so Motorrad-Content, also das habe ich nicht selber erfunden. Und zwar machen wir heute sogenannte Rev-Bombs. Das Ganze hier wieder auf dem schönen schwarzen Bike. Ich glaube, das ist eine Yamaha irgendwas. Und das ist halt insofern lustig, dass dieses Bike... Das Bike hat halt keinen dB-Killer und gar nichts, also ist sehr, sehr laut. Also Rev-Bombs ist quasi, man fährt an Passanten hin, macht mal ein bisschen Krach mit dem Motorrad und dann erschrecken sich manche. Ist eigentlich eine sehr lustige Sache. Und dafür habe ich mir gedacht, fahren wir jetzt erstmal an den Strand runter, weil dort sind die Leute wahrscheinlich noch ein bisschen entspannter und könnten sich dann quasi noch mehr erschrecken. Auch richtig schön, vielleicht habt ihr das auf dem Hauptkanal mitbekommen, dass mir meine Energy-Minus auf dem Hinflug aufgemacht wurden im Koffer und im ganzen Koffer verteilt wurden. Ich habe jetzt auf der Innenseite von meinem Helm gerade Energy-Minus an der Scheibe und dieser ganze Scheißhelm riecht jetzt so nach grüner Apfel. Keine lieben Grüße gehen raus an den Kontrolleur, der das gemacht hat. Boah, Digga, was das? Zieht euch das rein. Es ist immer traurig, dass man durch den Helm den Sound gar nicht so hört, ne? Schon, ob sie sich erschrickt? Oh. Sobald ich ein kleines bisschen zu viel Gas gebe, stirbt sie einfach ab. Also mein perfektes Opfer wäre so eine britische, ginger, blasse Mädel, die so leicht zu erschrecken ist. So stelle ich mir mein Opfer vor. Einmal hier. Ja. Ich glaube, das ist sehr schwierig, die Leute hier zu erschrecken, weil die ganzen Motorräder hier eigentlich alle ziemlich laut sind. Schmeiß doch die Wand an! Touris, die vom Baden kommen, neigen dazu, sich leicht zu erschrecken. Das ist so ein allgemein... Digga, Bruder, der steht da einfach mit einem scheiß Kampfhund. Verkehr in Indonesien. Wie chaotisch willst du sein? Verkehr in Indonesien, Antwort? Ja. Digga, da ist einfach gerade die Alarmanlage angegangen wegen mir. Habt ihr das gehört? Da ist die Alarmanlage angegangen. Ich glaube, ich habe zwei Opfer gefunden, Leute. Really, nigga? Hier erschrickt sich einfach kein verdammter Schwein, Alter. Weil die ganze Kackinsel so laut ist und weil hier kein Mensch ein dB-Killer oder sonst irgendwas drin hat und jeder verdammte 50-Kubik-Roller lauter ist als eine Harley in Deutschland. Okay. Die reagieren halt einfach nicht mal. Seht ihr das? Kannst machen, was du willst, Alter. Schreibt mal in die Kommentare, wer von euch war eigentlich schon mal auf Bali. Ich persönlich finde Bali echt nice. Wir sind jetzt hier seit einer guten Woche ungefähr. Und ich war das letzte Mal vor 3 Jahren hier mit Sophia. Es hat sich gefühlt nichts verändert. Die Preise sind immer noch echt vollkommen okay. Wir fahren jetzt morgen nach Ubud. In Ubud kriegst du ein Hotel teilweise für 6 Euro pro Person pro Nacht. Also das geht easy. Die hier, nochmal ein Opfer vielleicht. Danke, Mann! Die Gruppe ist das Geilste! Wollen wir mal gucken, wie freundlich die Balinesen sind? Der internationale Freundlichkeitstest. Weißt du, wie der geht? Ich zeig's dir. Also, wir machen jetzt den Test. Wir schauen jetzt mal, wer mir mehr Checks gibt. Ja, kein Check. Can I get... Yeah! Boah, ich glaube, der Polizist gibt mir einen Check. Safe gibt er mir keinen. Wahrscheinlich kriege ich irgendeinen Anschiss. Can I get a Brofist? Yeah, thank you. Was ein Ehrenmann, Digga. Was ein Ehrenmann. Hier, die zwei Jungs, die schauen entspannt aus. Yo, Bro, can I get a fist? Yeah. Die sind so lässig drauf, hier alle, ich sag's euch. Wenn das eine Frau sagen würde, würde das bestimmt ganz anders ankommen. Can I get a fist? Yeah. Fist? Ah. Wenn ihr mal nach Bali kommt und ihr wollt so ein bisschen städtlicher, dann kann ich euch Chenggu echt empfehlen. Also uns hat das jetzt hier sehr gut gefallen. Ich war auch schon mal mit Sophia in Seminyak. Das liegt so ein bisschen noch städtlicher. Aber das hat mir jetzt im Nachhinein hierzu nicht gut gefallen. Nur gebe ich euch den Tipp, zieht euch nicht beim Motorradfahren Integralhelm auf, so wie ich, weil mir läuft gerade die Suppe runter, wie nochmal was. Trotz 250 Kubik zieht die Fall gar nicht mal so schlecht. Das sind doch Europäer, oder? Can I get a fist? Ja. Yeah.
So, von der hole ich mir noch einmal Wenden. Can I get a fist? 2000 Jahre später. So, hat er mit den Revbombs auf jeden Fall richtig, richtig geil geklappt in diesem Video. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem so einen kleinen Einblick bekommen können, wie es hier ist, mit dem Motorrad rumzufahren. Ich pack's dann jetzt wieder zurück in die Villa und wir werden dann jetzt auch eine Runde Abendessen gehen. Ich werde ein Video schneiden und hoffe, dass es euch gut geht und das Video gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Ehrendaumen nach oben da. Und wer es noch nicht gemacht hat, kann hier unten links auf diesen roten Knopf drücken, wo Abonnieren steht. Dann könnt ihr mich abonnieren. Dafür steht dieser Knopf. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao.